herzlich willkommen auf dem Kanal von Züge in Bayern. Heute nehme ich euch mit zur Folge Nummer 2 von Züge in Bayern on Tour nach Ulm Hauptbahnhof. Wir sitzen hier im ICE auf der Fahrt von Augsburg nach Ulm. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Fahrt und dann beim Anschauen meines Videos aus Ulm. Viel Spaß! Liebe Gäste, in Kürze treffen wir nun in Ulm Hauptbahnhof ein. Sie haben Anschluss Regionalexpress Richtung Geislingen, Köppingen, Plochingen, 15:56 Gleis 4. Interregio-Express nach Aalen über Gegenheidenheim, 16:02 Gleis 5. Und Richtung Abulendorf über Biberach, 16:14 Gleis 3. Vielen Dank für Ihre Reise im Intercity der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Ausstieg in Ulm, fährt Richtung rechts. Ich begrüße euch recht herzlich hier am Bahnhof in Ulm Hauptbahnhof auf Gleis 1. Wir werden jetzt hier einen Zug aufnehmen, anschließend werden wir einen Standortwechsel auf Gleis 4-5 machen. Der Zug, den ihr hier seht, ist ein IRE von Lindau Hauptbahnhof nach Stuttgart, der geschoben wird von einer Baureihe 146. Der Zug fuhr um 15:56 Uhr von Bahnsteig 4. So, wir haben nun einen Standortwechsel auf Gleis 4-5 vorgenommen, wo wir nun einige Züge aufnehmen werden. Viel Spaß! Bitte Vorsicht auf Gleis 7, eine Schulungsfahrt der SWEG Hohenzollerische Landesbahn. Bitte Vorsicht auf Gleis 7, eine Schulungsfahrt von einem Lindtriebwagen der Baureihe 622. Bitte Vorsicht auf Gleis 7. Nein.
Fahrt von Abfahrt Gleis 5A Hohenzollerische Landesbahn mit einem Blindtriebwagen 54 nach Aalen Hauptbahnhof. Planmäßige Abfahrt um 16.11 Uhr. Bitte folgen von Abfahrt an Gleis 5A. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt Gleis 6 IRE nach Aalen Hauptbahnhof von der Deutschen Bahn mit 2x Baureihe 612. Dieser Zug hat eine Verspätung von 10 Minuten und fährt hier um 16.12 Uhr ab. Bitte Vorsicht an Gleis 6. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt am Gleis Science Go Ahead von Ulm Hauptbahnhof zur Weiterfahrt nach Lochingen. Planmäßige Abfahrt 16.18. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt Gleis 1. Der Zug besteht aus 2x Stadler-Triebwagen, einem dreiteiligen und einem fünfteiligen. Bitte Vorsicht, Gleis 1. Bitte Vorsicht bei der Ankunft am Gleis 5. Hohenzollerische Landesbahn von Munterkingen. Planmäßige Ankunft 16.23. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt am Gleis 5. Der Zug besteht aus einer Lindbahnreihe 54. Bitte Vorsicht, Gleis 5. Am Gleis 3 Einfahrt der 20 Minuten verspätete Regionalexpress von Stuttgart zur Weiterfahrt nach Hollendorf. Planmäßige Ankunft wäre gewesen 16.03 Uhr, heute 16.23 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt am Gleis 3. Der Zug wird gezogen von einer Baureihe 146. So, wir werden nun einen erneuten Standortwechsel durchführen, allerdings nur an den anderen Ende des Bahnsteigs, um dort weiter noch ein paar Regionalzüge und Fernzüge aufzunehmen. Da die Strecke von Ulm nach Aulendorf nicht elektrifiziert ist, rangiert hier nun diese BR218 an den Zug. Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 5B Regionalbahn aus Weißenhorn. Planmäßige Ankunft 16.26 Uhr zur Weiterfahrt nach Weißenhorn. Planmäßige Abfahrt 16.32 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 5B. Der Zug besteht aus einem Talentdrehwagen von DB Regio. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 25 Regionalbahn aus München Hauptbahnhof. Bitte nicht einsteigen, dieser Zug endet hier. Planmäßige Ankunft 16.35 Uhr. Bitte Vorsicht am Gleis 25. Der Zug besteht aus einer Baureihe 440. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt Gleis 3 Regionalexpress nach Almdorf. Planmäßige Abfahrt wäre gewesen 16.13 Uhr. Tatsächliche Abfahrt 16.38 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt auf Gleis 3. Der Zug wird gezogen von einer Baureihe 480.
Frankfurt Abfahrt, Gleis 5B Regionalbahn nach Weißenhorn, planmäßige Abfahrt wäre gewesen 16.32 Uhr, tatsächliche Abfahrt 16.37 Uhr, bitte Vorsicht bei der Abfahrt, Gleis 5B. Bei der Abfahrt, Gleis 7 Süd, Regionalbahn nach Biberach-Ries, planmäßige Abfahrt wäre gewesen 16.34 Uhr, tatsächliche Abfahrt 16.38 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt, Gleis 7 Süd, der Zug besteht aus einer Baureihe 628, die auf den Namen Maria hört und mintgrün ist. Vorsicht bei der Einfahrt, Gleis 3, Regionalexpress von Aulendorf zur Weiterfahrt nach Stuttgart Hauptbahnhof, planmäßige Ankunft um 16.43 Uhr, planmäßige Abfahrt 16.55 Uhr. Vorsicht bei der Einfahrt auf Gleis 3, der Zug wird geschoben von einer Baureihe 245. Hier seht ihr einen kleinen Güterzug auf Gleis 8, den Güterdurchfahrgleis gezogen von einer BR 294. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt, Gleis 1, IC von München Hauptbahnhof zur Weiterfahrt nach Stuttgart, planmäßige Abfahrt 16.47 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt auf Gleis 1, der Zug wird geschoben von einer Baureihe 101. Vorsicht bei der Bereitstellung Gleis 5B, Regionalbahn nach Krumbach-Schwaben, planmäßige Abfahrt 17 Uhr, bitte Vorsicht am Gleis 5B, der Zug ist eine Baureihe 642. Hier seht ihr den Rangiervorgang der 245er. Wir haben übrigens alle Fahrzeuge des landesüblichen Bewegdesign von der baden-württembergischen Landesregierung. Als nächstes seht ihr den Rangiervorgang zweier Regio Shuttle BR650 und der 146er an den Zug auf Gleis 3. Bei der Ankunft am Gleis 2, IC von Stuttgart Hauptbahnhof nach München Hauptbahnhof, planmäßige Abfahrt wäre gewesen 16.12 Uhr, tatsächliche Abfahrt 16.52 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Ankunft auf Gleis 2, der Zug wird geschoben von einer Baureihe 101. Ich habe mich nicht mehr so.
Wir fliegen. Herzlich willkommen im ICE der Deutschen Bahn auf dem Weg von Berlin-Gesundbrunnen nach München Hauptbahnhof über Augsburg Hauptbahnhof München-Pasing. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Zeit an Bord unseres ICEs der Deutschen Bahn. Für weitere Fragen, Anregungen, Kritik stehe ich Ihnen sehr gerne zur Verfügung. Wir möchten Sie noch auf unser Bordbistro hinweisen, dort kriegen Sie Speisen und Getränke. Nun wünschen wir Ihnen eine angenehme Reise. So, wie ihr anhand der Ansage schon gehört habt, fahren wir jetzt im ICE nach Augsburg. Mein Lieblings-ICE, der ICE 4, das freut mich natürlich sehr. In Augsburg melde ich mich dann wieder und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Fahrtmitschnitten und dem Innenraum vom ICE 4.
So, angekommen in Augsburg Hauptbahnhof, werden wir, bis mein Zug nach Hause fährt, noch ein paar Züge aufnehmen. Ich hoffe, dass auch ein paar Güterzüge für euch und mich dabei sind. Vorsicht bei der Abfahrt Gleis 12 BRB nach Landsberg, mit Zugteil nach Buchloe, dann mäßige Abfahrt 17:48, Zugteilung in Bobingen. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt Gleis 12, der Zug besteht aus 2x Baureihe Lind 41 der Bayerischen Regiobahn. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt am Gleis 2, BRB nach Neustadt Nord, planmäßige Abfahrt wäre gewesen 17:45 Uhr, tatsächliche Abfahrt um 17:50 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt am Gleis 2, der hintere Zugteil war der Zugteil mit der Augsburger Brückenkiste. Bitte Vorsicht bei der Ankunft Gleis 5, Regionalbahn nach Donauwörth, planmäßige Abfahrt 17:54 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt auf Gleis 5. Der Zug besteht aus 2x Baureihe 440 vom Fugger Express. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt auf Gleis 9 BRB von Augsburg-Oberhausen zur Weiterfahrt nach Schongau. Planmäßige Abfahrt um 16.51 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Abfahrt auf Gleis 9. Der Zug besteht aus einer Baureihe Lind 41 von der BRB. Bitte Vorsicht bei der Ankunft auf Gleis 2 BRB aus Friedberg, planmäßige Ankunft 17:57 Uhr, weiter nach Eichach, planmäßige Abfahrt 18:14 Uhr. Bitte Vorsicht bei der Einfahrt Gleis 2. Der Zug ist ebenfalls ein Lind 41 der BRB und hört auf den Namen Weilheim. Oh, bitte Vorsicht auf Gleis 5, eine Zugdurchfahrt eines Güterzuges in Richtung Norden, das ist in Augsburg-Oberhausen Richtung Nürnberg bzw. Richtung Stuttgart-Ulm gabelt. Dies ist ein Containerzug, gezogen von einer MRC Evectron. Bitte Vorsicht bei der Zugdurchfahrt am Gleis 5.
Bitte fahren Sie sich bei der Zugdorffahrt am Gleis 4, ein gemischter Güterzug, gezogen von einer Baureihe 187 in Richtung Nürnberg bzw. Stuttgart. Bitte fahren Sie sich bei der Zugdorffahrt auf Gleis 4.